Unser Thema heute sind Dreiecksberechnungen. Wir haben ja bereits in einigen Videos Sätze kennengelernt, die uns helfen, in rechtwinkligen bzw. gleichschenkligen Dreiecken Berechnungen durchzuführen. Heute wollen wir einen ersten Satz kennenlernen, mit dessen Hilfe wir Winkel und Seiten in völlig beliebigen Dreiecken ausrechnen können. Nehmen wir uns also mal ein völlig beliebiges Dreieck her. Die Punkte in einem Dreieck werden immer gegen den Uhrzeigersinn mit A, B und C bezeichnet. Die zugehörigen Winkel sind dann Alpha, Beta und Gamma. Und die Seiten heißen immer wie der Punkt, der der Seite gegenüber liegt. Dieser Seite liegt der Punkt A gegenüber, ist also die Seite klein a. Dieser Seite liegt der Punkt B gegenüber, das ist die Seite B. Und diese Seite ist dann die Seite C. Wir kennen noch keine Sätze, die uns in diesem Dreieck Berechnungen erlauben. Also müssen wir uns irgendwie behelfen und rechtwinklige Dreiecke schaffen. Und das macht man immer, indem man in einem Dreieck die Höhe einzieht. Das ist die Höhe. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt zwei kleine, rechtwinklige Teildreiecke geschaffen. Und in diesen beiden rechtwinkligen Teildreiecken gelten alle Sätze, die wir für rechtwinklige Dreiecke kennengelernt haben. Insbesondere zählt dazu die Definition vom Sinus im rechtwinkligen Dreieck. Die lautete wie folgt. Der Sinus eines Winkels Alpha ist das Verhältnis von Gegenkathete zu Hypotenuse. Und diesen Satz wollen wir jetzt in beiden kleinen Teildreiecken anwenden. Fangen wir mit dem kleinen Dreieck hier auf der linken Seite an. Hier ist unser Winkel natürlich Alpha. Die Gegenkathete unseres Winkels Alpha ist die Kathete, die gegenüber liegt. Das ist eindeutig H. Und die Hypotenuse in unserem rechtwinkligen Dreieck ist die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Und das ist eindeutig B. Und das können wir jetzt in unsere Formel hier einsetzen. Wir erhalten dann, der Sinus von Alpha ist die Gegenkathete H durch die Hypotenuse B. Das Gleiche können wir jetzt natürlich auch in unserem rechten Teildreieck machen. In diesem Dreieck ist natürlich Beta unser Winkel. Die Gegenkathete von Beta ist wiederum H, wie auch in dem linken Teildreieck. Und die Hypotenuse in diesem Dreieck ist die Seite A. Sie liegt dem rechten Winkel gegenüber. Wenn wir das jetzt in unsere Formel einsetzen, dann erhalten wir, der Sinus von Beta ist gleich das Verhältnis von Gegenkathete H zu Hypotenuse A. Und jetzt sehen wir, dass in beiden Formeln, die wir aufgestellt haben, die Höhe auftaucht, die wir ja eigentlich gar nicht kannten oder gegeben hatten. Die haben wir ja künstlich eingefügt. Wir lösen jetzt beide Formeln einmal nach H auf. Dazu müssen wir in beiden Gleichungen mit dem Nenner multiplizieren. In unserem rechten Fall hier ist das A und in unserem linken Fall ist das B, der Nenner. Hier erhalten wir dann H ist gleich B mal Sinus Alpha. Und auf dieser Seite, wenn wir mit A multiplizieren, erhalten wir H ist gleich A mal Sinus Beta. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Ausdrücke für dieselbe Höhe gefunden. Das heißt, einmal lässt sich H so darstellen, H lässt sich aber auch mit Hilfe des zweiten Dreiecks so darstellen. Beide Darstellungen beschreiben dieselbe Länge. Sie sind also gleich. Das heißt, dieses H ist ja dasselbe wie das hier. Also können wir stattdessen auch einfach sagen, dass diese beiden Ausdrücke übereinstimmen müssen. Damit bekommen wir B mal Sinus Alpha ist gleich A mal Sinus Beta. Und das können wir jetzt noch ein bisschen umstellen. Das heißt, wir teilen durch A und gleichzeitig teilen wir die Gleichung dann auch durch B. Das heißt, auf dieser Seite haben wir dann Sinus Alpha durch A ist dasselbe wie Sinus Beta durch B. Jetzt hätte ich ja ganz am Anfang auch eine Höhe auf irgendeine andere Seite einziehen können. Ich hätte ja gar nicht die Höhe auf C einzeichnen müssen. Wenn ich jetzt stattdessen die Höhe auf A eingezeichnet hätte, dann hätte ich die gleiche Aussage hier erhalten für Beta und B bzw. Gamma und C. Das heißt, ich hätte stattdessen das erhalten. Das heißt, alle diese drei Ausdrücke
müssen übereinstimmen. Und das nennt man den Sinussatz für beliebige Dreiecke. Wie man den Sinussatz benutzen kann, zeige ich euch in einem anderen Video. Auf Wiedersehen!